Herzlich willkommen zur Talk24 am 1. Februar. Der Erstattungspreis für die FFP2-Masken sinkt deutlich. Am Wochenende wurde bekannt, dass Gesundheitsminister Jens Spahn ab dem 10. Februar nur noch 3,30 Euro netto zahlen will. Ungeklärt ist noch, wie die Apotheken den neuen Betrag überhaupt abrechnen sollen. In den einzelnen Bundesländern herrscht Uneinigkeit bei der Bezahlung in den Impfzentren. Nicht überall erhalten ApothekerInnen und PTA die vorgeschlagene Entlohnung, sondern einen geringeren Stundensatz. Und aus Berlin berichtet eine Pharmazieingenieurin, dass sie keinen Arbeitsvertrag erhalten konnte, da ihre Berufsgruppe bei der Vertragserstellung nicht berücksichtigt wurde. Während die Impfungen gegen Corona derzeit nur schleppend vorangehen, kann sich PTA Nicole glücklich schätzen, denn sie hat bereits die erste Dosis der Impfung erhalten. Das war jedoch mit einer großen Portion Glück verbunden. Die 26-Jährige arbeitet im Sterillabor einer Krankenhausapotheke. Als noch Impfstoff übrig war, kam sie an die Reihe. Sie erhielt den Impfstoff, den sie selbst zubereitet hatte. Eine Corona-Party in der Apotheke, das klang geradezu abwegig. Und doch gab es Berichte aus Düsseldorf, wonach das Ordnungsamt am Donnerstag eine nicht genehmigte Zusammenkunft mehrerer Personen in der Offizin aufgelöst hatte. Jetzt meldete sich die Inhaberin der Apotheke zu Wort, es habe nie eine Party in ihrer Offizin gegeben, sondern Dreharbeiten für einen TikTok-Spot. Sie ist empört, dass die Stadt die Sache wider besseres Wissen öffentlich falsch dargestellt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Ad hoc 24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Ad hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.